Hallo meine Lieben, Natascha hier. Willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute haben wir die Monatsübersicht Seite Februar. Wie ihr gesehen habt, geht's los mit einer leeren Seite, wie immer. Und ich stanze hier Buchstaben, die den Monat Februar ergeben. Da ich nicht nur die Übersichtsseite, sondern auch die Monatsseite gestalten möchte, mache ich das Ganze auch gleich doppelt, weil so kann man sich die Zeit sparen, wenn man eh schon alles auf dem Tisch stehen hat, dann kann man auch gleich das Doppelte stanzen. Der Buchstabe R zum Beispiel braucht man ja zweimal. Das muss man halt dann zusätzlich mehrmals stanzen. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Die Buchstabenstanzen und die Stanzmaschine sind beides vom Action. Bisschen frimmelig, aber auch hier wieder Aquarellpapier, ein Reststück, was ich da liegen hatte, habe ich einfach drauf losgestanzt. Ja, und wie ihr seht, habt ihr zweimal den Februar schon vollständig. Hier haben wir ein Blending-Tool, einen Pinsel oder ein Schminkpinsel, wie man so schön sagt, zwei Distress-Pinktöne, ja, und ich lege einfach drauf los. One Lipstick wird einfach großzügig in der Mitte aufgebracht und wir arbeiten uns von der Mitte aus nach außen. Das ist alles ein bisschen, ja, Pi mal Daumen. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Ich versuche die Übergänge ein bisschen zu verblenden, damit das halt nicht allzu fleckig wird und damit die Farbe halt sich gut verteilt auf dem Papier. Dann habe ich mich entschieden, das Ganze mit einer Schablone, diese ist von Waffelflower, mit Herzchenmotiv. Diese wird halt mit dem dunkleren Ton jetzt eingefärbt und ergibt dann hinterher halt diese Struktur. Das heißt, die Herzchen werden jetzt übertragen. Ich habe die Schablone festgeklebt, aber wie ihr seht, mein Klebeband ist halt schon mehrmals benutzt und das klebt halt nicht mehr so gut. Aber mit ein bisschen Festhalten, mit ein bisschen Gefühl und ja, funktioniert schon. Das schaut ja schon mal ganz nett aus. Und jetzt überlege ich, wie kann ich das Ganze gestalten? Wie kann ich den Februar oder die Buchstaben vom Februar schön in Szene setzen? Das war jetzt eine Stanze, ja, Tag-Form oder Flaggenform mit einer Herzbordüre. Die habe ich jetzt auch wieder aus Aquarellpapier ausgestanzt. Jetzt holen wir die ganzen überschüssigen Herzchen noch aus dem Rand raus, weil die wollen wir nicht. Dafür ist das Hilfstool von Sizzix wirklich genial. Also ihr braucht nur drüber zu schrubben und dann lösen sich die ganzen ausgestanzten Kleinteile. Dazu braucht ihr natürlich auch die Matte dazu. Und dann geht das alles ein bisschen flotter und dann muss man nicht jedes einzelne Herzchen, jedes einzelne Element rauspiksen. So, hier habe ich dann jetzt auch eine Stanze von Action aus einem Tag-Set rausgesucht. Das ist so eine Art Banner mit jeweils einem Herz an der Seite und ich fand, das sah irgendwie passend aus. Hatte die richtige Größe für dieses Element, für die Flagge, und hier nehme ich auch wieder ein Reststück von einer Handyverpackung, glaube ich, war das. Das ist so silbern, aber auch, ja, irisierend, das ist irgendwie so im Verlauf mit drinne, schimmerndes Papier, total klasse, total schön. Ja, auch Verpackung kann manchmal wiederverwendet werden oder halt noch anders verarbeitet werden. Hier seht ihr meine Stempelhilfe von Nelly Snellen und das Scrapberries Stempelset My Little Beer. Two Wonderful Couple, glaube ich, heißt das, ne? Ich habe mir einzelne Sprüche hier ausgesucht und diese möchte ich auf die Flagge aufstempeln. Am oberen Rand habe ich hier eine Reihe von Herzen, auch alle aus dem gleichen Stempelset. Die werden mit dem Nouveau Stempelkissen in Rot, es ist ein Hybrid-Stempelkissen, eingefärbt und abgestempelt. Da habe ich teilweise halt nicht so einen sauberen Abdruck, da muss ich halt öfters nachhelfen. Wenn es nicht anders geht, dann nochmal einstempeln und nochmal abdrücken. Und da, nach dem zweiten Stempelabdruck, war ich zufrieden.
Natürlich nicht vergessen, wie immer, eure Stempel sauber machen und wegräumen. Das erleichtert euch das Suchen und ihr wisst halt, was wohin gehört und habt dann hinterher nicht die Sucherei. Aus dem gleichen Stempelset habe ich mir noch ein paar andere Elemente, Geschenkbox und Schokoladen oder Cupcakes ausgesucht. Diese werden jetzt mit einem schwarzen Stempelkissen auch, gestempelt. Hierfür verwende ich das Archival Ink Black Suit. Das ist die Serie, die passend zu den Distressfarben von Ranger rausgebracht worden ist. Auch hier ist wieder Aquarellpapier. Da war ich nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis, deswegen habe ich öfters nachgefärbt. Hier sind wir aber auch schon wieder am Reinigen. Wieder alles wegräumen. Für den Hintergrund habe ich mir gedacht, ja, wir können noch mal mehr Pink dazu nehmen und habe hier von Action die metallischen Aquarellfarben. Habe mir den Farbton Pink ausgesucht, mit Wasser also eingesprüht und verdünnt und mit meinem Pinsel das Ganze verteilt. Mit dem Embossing-Föhn trockne ich das Ganze, damit das halt ein bisschen schneller geht. Und nehme noch einen etwas dunkleren Pinkton dazu. Und es ist halt wichtig, zwischen den Schritten zu trocknen. Ansonsten habt ihr dann ja, Spritzer, die ineinander verlaufen und dann habt ihr nicht das Ergebnis, was zumindest was ich mir vorgestellt habe. Schon schimmert's. Also Spritzer gehen immer. Hier habe ich dann Musikpapier aus einem alten Musikbuch. Dann den bestempelten, die bestempelte Flagge, der Tag. Das Ganze wird jetzt mit Pumiceton am Rand eingefärbt, damit es so ein bisschen sich ins Gesamtbild einfügt. Die Musikseiten sind mehr bräunlich vergilbt oder wie auch immer. Und mit dem Pumiceton wird das halt ein bisschen grau eingefärbt. Ja, jetzt geht es auch schon los mit dem Festkleben. Mit dem Flüssigkleber könnt ihr sehr sparsam umgehen. Da braucht ihr wirklich nicht viel und ihr dosiert oder ihr klebt dann wirklich nur da, wo ihr kleben wollt. Und ja, jetzt wird das ganze Arrangement hier auch schon aufs Papier geklebt. Hier bin ich schon ein bisschen großzügiger mit dem Kleber. Einfach andrücken. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt direkt auf die Seite klebe, klebe ich die Buchstaben jetzt auf diesen Tag, fange in der Mitte an, damit ich den Abstand in etwa abschätzen kann, dass das halt nicht zu sehr nach links oder zu sehr nach rechts rutscht. Überlappend klebe ich hier die Buchstaben überein, also sind minimal überlappend. Bisschen schräg und ja wackelig. Damit das Ganze auch ein bisschen interessanter wirkt. Und so habt ihr trotzdem noch ein bisschen Rand links und rechts und könnt diese ausgestanzten Herzen noch sehr gut erkennen. Hier das Ganze noch wieder aufkleben. Großzügig Kleber auf der Rückseite verteilen und ja, aufs Papier andrücken. Hier habe ich mir gedacht, ich nehme lieber meinen T-Ruler zum gerade kleben. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt werden die gestempelten Motive ausgeschnitten. Hier habe ich die Action-Schere in der Hand. Wobei ich sagen muss, so dolle gefällt sie mir gar nicht. Irgendwie komme ich mit meiner Tonic-Schere, die etwas größer ist, besser zurecht. Aber das waren jetzt so einfache Motive. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Dann war es auch nicht so schlimm. Da tun einem auch die Finger nicht weh. Also wenn man wirklich große Motive oder viele auf einmal ausschneidet, dann muss man schon echt darauf achten, welche Art von Schere man nimmt, um sich dann das Ganze halt zu erleichtern.
Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Ganze noch kolorieren, auf unsere fertige Seite aufkleben, noch die Buchstaben einfärben und dann wären wir schon mit dieser Seite auch fertig. Also sehr viel Schnickschnack ist da nicht mehr. Anscheinend habe ich doch irgendwas vergessen in der Zwischenzeit. Ja, ich habe hier von Stempelglede mir Schnörkel genommen und die werden jetzt anscheinend direkt aufgestempelt. Hier habe ich einen Acrylblock. Da ist das sogenannte, wie nennt sich das noch? Wie heißt das nochmal? Take and Peel, glaube ich. Damit kann ich auch ganz normale Stempel benutzen, also Gummistempel, die nicht montiert sind, weil dieses Take and Peel das selbstklebend ist. Wie ihr seht, der große Schnörkel ist zum Beispiel schon montiert. Da habe ich dann einfach die normale Acrylseite genommen. Ja, das Ganze wieder mit dem Hybrid-Stempelkissen von Tonic Studio gestempelt. Da muss es auch nicht perfekt sein. Sonst hätte ich bestimmt meine Stempelhilfe zur Hand genommen, weil mit Acrylblock arbeite ich nicht mehr so viel. Außer wie in so einem Fall, wenn es nicht perfekt werden muss. Es ist ja nur ein Schnörkel. Und dann habe ich mir noch aus dem gleichen Scrapberries-Set Herzchen ausgesucht. Und die werden jetzt mit dem dunklen Rotton von Tonic Studio noch ersetzt, also gestempelt. Um dann Ganzen doch ein bisschen, ja, zum Thema Valentinstag und Liebe anzupassen. Da sind übrigens jetzt zwei verschiedene Stempel. Das eine war so ein Doppelherz und das größere Herz habe ich dann hinterher noch zwischengepackt und erweitert gestempelt. Das ist jetzt der kleinste. Das ist kein Schnörkel, das sind jetzt Sprenkler oder so eine Art Grunge-Stempelkissen. Stempel meine ich. Der wird jetzt in Schwarz oder in Grau, ich weiß es nicht genau, ich glaube Schwarz war das, noch ein paar Akzente gesetzt. Hier klebe ich auch schon die ausgeschnittenen Stempelmotive auf. Ja, im Planer kann man ja nicht viel mit Dimension arbeiten. Da ist das natürlich, je flacher, desto besser. Dann kann man auch viel mehr Seiten in so einen Planer reinpacken. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zum Kolorieren. Da sind jetzt meine Distress Reinker, also die Auffüllfarben für die Stempelkissen von Distress. Ich habe hier noch die ausgestanzten Herzchen aus dem Tag noch mit draufgeklebt. Ja, die hatte ich hier noch rumliegen, also warum nicht? Ich habe mich für einen Pinkton entschieden und färbe die Buchstaben erstmal ein. Dabei setze ich etwas stärkere Farbe von unten und verteile sie, verwische sie nach oben hin. Das Ganze ist so ein bisschen dann im Verlauf. Und das wiederholen wir, bis wir dann ungefähr, ja, die Mitte der Buchstaben erreicht haben und mit dem Gesamtergebnis zufrieden sind, weil es muss ja schon ein bisschen einheitlicher wirken und kann ja nicht sein, dass links mehr ist als rechts. Deswegen, wenn man bedenkt, dass das Video jetzt so stärker beschleunigt ist, habe ich da doch ein bisschen lange rumgefummelt. Und damit die Farbe so ein bisschen runtergelaufen ist von Buchstaben, habe ich mir gedacht, dann retten wir das Ganze, indem wir einfach die Farbe nach unten auslaufen lassen. So, jetzt habe ich euch näher rangeholt, weil jetzt geht es wirklich um die Stempelmotive. Und da ist es halt ganz vom Vorteil, dass die Motive so klein sind und da ist ja nicht viel Detail, was man beachten muss. Hier habe ich einfach mit Rot losgelegt, geguckt, wo ich denn die Farbe noch benutzen kann, damit das Ganze mit einem Schwung quasi fertig ist, weil wenn ihr bei gleichen Farbtönen bleibt, wirkt das auch alles insgesamt einheitlicher. Insgesamt ist es ja so im Rosa, Pink, Rot-Bereich, wobei das Rot auch mehr ein Pink-Rot ist. Mit ein bisschen Pumice-Ton oder mit einem Grauton habe ich hier die Farbe Weiß angedeutet, beziehungsweise die Schatten gesetzt, wo Schatten wäre. Es tut mir leid, es ist tatsächlich nicht alles im Bild. Also da habe ich nicht so drauf geachtet, wie es aussieht.
Auch wenn die Motive so klein sind, habe ich mir trotzdem Mühe gegeben und das Ganze so ein bisschen in Szene gesetzt. Hier bin ich bei den Herzkeksen. Die werden mit einem Vintage-Foto in Brauntönen eingefärbt. Da wir schon die Farbe braun haben, können wir auch die Cupcakes oder die gebackenen Bereiche des Cupcakes einfärben. Und das ist jetzt schwarz. Das ist Pumice-Ton. Damit schattiere ich oder verstärke die Schatten. Das ist meistens auch die letzte Farbe, die ich verwende, um das Ganze abzuschließen. Black Suit. Was habe ich gesagt? Pumice-Ton? Nein, ich meine natürlich schwarz, Black Suit. So. Das war's. Die Seite ist fertig. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!